komme gerade nicht drauf klar, dass ich jetzt hier einen N64-Klassiker spiele. Auf der Xbox. Aber hey, ich habe über 80.000 Gamerscore. Ach scheiße, da fällt mir echt kein Gag zu ein. Ich bin müde. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video dieser Videoreihe. Mein Name ist Matthias und heute spielt der alte PlayStation-Fan, und das bin ich, einen alten N64-Klassiker. Ihr kennt wahrscheinlich alle Rare viel, viel besser als ich. Gerade dieses Studio hat zu Zeiten von Super Nintendo und N64 Unglaubliches geleistet. Habe ich zumindest gehört. Und die haben wirklich wahnsinnig tolle Spiele gemacht. Donkey Kong Country und Battletoads und GoldenEye 007, Blast Corp und so. Ich kenne sie alle nicht. Ich habe keines von diesen Spielen gespielt, weil ihr wisst, ich hatte nie ein N64. Danke, Wikipedia. Und eines ihrer größten Maskottchen, die wirklich den Ursprung im Hause Rare hatten, ist Banjo-Kazooie. Und dieses Spiel spiele ich heute zum allerersten Mal auf der Xbox Series S, weil die gibt es dort im Game Pass. Ich habe einfach, ja, ist einfach der beste Weg, ihr wisst Bescheid. Und ich kann euch mal ganz kurz sagen, was ich von Banjo-Kazooie gehört habe oder zumindest was ich erwarte. Ich weiß, dass es ein 3D-Open-World-Spiel ist à la Super Mario 64. Das kam ja 1998 raus, also so ein bisschen natürlich auch etwas anfangs 3D-Polygon-Grafik. Ich glaube, da kann ich jetzt kein Grafikwunder erwarten. Was ich irgendwie im Hinterkopf habe, ist, dass das Spiel ein absolutes, weiß ich, ein Sammelmarathon ist, dass du ständig irgendwelche Sachen sammeln musst, um da weiterzukommen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock, deswegen war ich eigentlich immer ein bisschen abgeneigt von Banjo-Kazooie, aber wir werden jetzt mal reingucken in das Spiel. Bitteschön. So, es ist natürlich jetzt irgendwie nicht das Gleiche, wenn ich jetzt keinen N64-Controller in der Hand habe. So, ich habe noch keinen N64, ich glaube, den werde ich mir mal irgendwann mal besorgen, aber ich würde einfach mal sagen, wir starten das Spiel jetzt erstmal. Oh ja, Intro. Das ist, glaube ich, wie hieß die nochmal? Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Grünhilde oder sowas, oder Grismalda, oder wie, Hexe? Ach, irgendwas mit G. Ich glaube, es ist irgendwas mit G, oder? Oh nein. Es sind wirklich diese... Das hasse ich ja total. Spiele, in denen die Texte nicht gesprochen oder einfach mit Signale gemacht werden, sondern jeder Charakter hat so ein eigenes... Ach, das ist die Schönheit hier, ne? Okay, ich muss zugeben, ich krieg schon richtig gute Laune bei dem Ding. Ja, okay. Ein richtiger Abenteurer halt eben, ne? Sag mal, wieso ist der Vogel eigentlich die ganze Zeit in der Tasche gefangen? Da kann er sich kein Käfig leisten, der Kollege. Was ist denn los? Ey, Banjo ist für mich jetzt schon irgendwie der Patrick von SpongeBob. Draußen gibt's Ärger. Hä, das sieht doch voll gut aus, das Spiel. Ich muss dazu sagen, ich spiele gerade nicht die Rare Replay-Fassung, sondern eigentlich spiele ich das normale Spiel. Aber ich glaube, das ist wirklich ein bisschen die aufgehübschte Variante. Weil das sieht schon echt noch okay aus. Okay, erstmal ein bisschen mich mit der Steuerung vertraut machen. Also Rennen und die Schultertaste, da macht er so ein... Was ist das für ein Move? Wenn ich von den Hooligans verfolgt werde, oder wie? Okay, springen. Oh, der springt aber nicht sehr hoch. Da kann er gar keinen Dreiersprung. Sonst kann ich gar nichts. Ah doch, jetzt hier. Was ist das? Ah ja, okay. First Person. Oh, inventierte Steuerung. War das damals irgendwie so cool oder warum hat man das immer gemacht? Ach, da ist sie ja. Ist doch ein schöner Nachbar, wenn man den mal neben sich hat. So ein schöner Kopf. So ein Turm. Na gut, lass uns mal nach vorne laufen. Besser als du, Hasenhirn. Was für ein Motherfucker. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Training? Training. Und da haben wir schon mal den ersten Maulwurfhügel. X drücken. Ah ja, perfekt. Okay, Kamera drehen ist eigentlich easy peasy. Bumper, um zu zentrieren. Ja. Das ist okay. So, wo lang jetzt? Gehen wir jetzt hoch oder gehen wir links? Ich gehe jetzt mal links. Und zentriere die... Ach, guck mal eine an. Okay, das wollen wir ausprobieren. Hallo?
Ach so, ich sollte springen. So, das waren alle Sprünge. Das heißt, wir können jetzt mal hier uns umorientieren. Jetzt machen wir erstmal den Doppelsprung. Das hat funktioniert. Das ist ja einfach. Okay, es ging nicht. Also machen wir jetzt den Flip-Flap-Sprung. Fühlt sich gut an, muss ich sagen. Ich will schwimmen. Spuck es aus, Maulwurf-Onkel. Drücke X, um zu tauchen und unter Wasser zu schwimmen. Na los, versuch es. Also eins fällt mir jetzt schon auf, ne? Also im Vergleich zu allen Nintendo-Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe, da geht's schon ordentlich rund. Wie hätte mein 10-jähriges Ich das damals verkraftet? So, wir können jetzt hier schwimmen und... Ah, okay. Auf X drücken, um zu schwimmen. Okay, aber kann ich jetzt irgendwie mehr? Also ich kann auf A... Ach so, wenn ich A gedrückt halte, also auf der Xbox ist A, dann kann ich ganz gechillt hier meine Runden drehen. Da kann ich aber ganz schön lange die Luft anhalten, du. Oh. Sehr cool. Das ist ja nice. Direkt was gefunden. Verdammt nochmal, das Spiel hat mich gleich. Okay, Körnerfelder. Ach, damals. Als so ein Weizenfeld einfach nur eine dicke, matschige Textur war. Und man sich einfach gedacht hat, krass, das sieht ja aus wie echt. Ach, schau mal, da oben ist auch wieder so eine Wabe. Die holen wir uns gleich mal. So, oh, da wird jetzt was von mir verlangt. So, easy. Oh, schaut mal hinter den Wasserfall, da ist auch wieder was. Mein Gott, ich hasse sowas. Eigentlich will ich nicht collecten und stehe trotzdem wieder hier und will darüber. Yes, Alter. Hallo, ich bin ein wertvolles Extraleben. Ich liebe wertvolle Extraleben. So, wir können jetzt wieder mal hier rumtauchen, aber ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Oder habe ich jetzt irgendwas vielleicht verpasst? Man weiß ja nie, ne? In solchen Spielen versteckt sich in jeder Ecke irgendwas. Aber ich glaube, hier ist nichts. Aber es muss doch... Oh, da oben habe ich schon wieder was gesehen. Da glitzert das wieder. Aber wie komme ich da hoch? Da muss ich bestimmt wieder mit diesen komischen Maulwurf-Kollegen sprechen. Oder ich kann hier irgendwie hochklettern. Moment, war der Sprung nochmal? Ja, sehr geil. Richtig gut einfach. Wurzelfresser, Brillenschlange, also Kazooie? Gefällt mir. Ich bin überrascht, wie gut sich das spielt. Also es spielt sich wirklich super flüssig. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen hakelig und dass ich mit der 3D-Steuerung oder so... Aber es kann auch wahrscheinlich sein, dass es wirklich an dieser... an der Xbox-Version liegt, dass die halt einfach überarbeitet worden ist oder so. Keine Ahnung. Lass uns doch mal in die... Oh ja, die wunderbare Weitsicht. Das weckt Erinnerungen, wie ich damals Gothic 2 auf meinem alten Rechner gezockt habe und ich hatte so wenig Rahmen, dass ich die Sichtweite so runterschrauben musste, dass ich wirklich nichts mehr gesehen habe. Das gibt Flashbacks gerade. So, hier, da kommen wir her. Das heißt, wir müssen nochmal diesen Bereich da abchecken. Dann machen wir das mal. Warte mal, wenn ich jetzt runterspringe, sterbe ich? Das ist eine gute Frage. Wir machen einfach mal einen Test. Ah, okay. Das ist eigentlich nur... Ach so, das ist quasi so ein... Es ist nicht nur so ein Ducke-Move, sondern das ist auch so ein... Ich ducke mich weg, aber dann schlage ich drauf. So ein richtig, richtig ekliger Move. Bitte schlag mich nicht. Nein, bitte nicht. Oh, voll daneben. Oh ja, hier eine Wabe. Super, jetzt haben wir schon noch zwei Waben vor uns. Wer ist das? Das ist eine Karotte. Okay. Okay, nochmal. Was ist das denn für Schläge, Alter? Okay, ich kann... Ah, eine Rolle kann ich auch machen. Oh Gott. Geht doch. Okay. Hallo? Ich möchte den cool treffen. Jetzt habe ich's. Aber es ist sehr schwer, die Orientierung zu behalten. Aber trotzdem hat es gereicht für die... Es ist anders jetzt. Ich dachte, da fehlt mir noch eine. Aber nein. Ich habe jetzt alle Honigwaben gesammelt und habe jetzt das Tutorial-Level beendet. Und das heißt, wir gehen weiter
zum Ausgang und ich weiß ja mittlerweile, wo der ist. Ah, ich mag einfach diese alten Spiele, wo die Levels noch so klein und überschaubar waren und wo man einfach jeden Winkel absuchen konnte, um zu gucken, ob es da noch ein Geheimnis gibt. Das gibt's einfach heute nicht mehr. Heute sind die Spiele so riesengroß, du kannst einfach in gar nichts mehr vernünftig alles mehr nachsuchen. Du kannst nur noch mit Karten arbeiten und irgendwelchen Markierungen. Oh, Musik ändert sich, wird bedrohlich. Ab ins Maul. Okay, hier sieht man noch so die Anfänge der N64-Zeit. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tutti alt und ich werde fit. Reimt sie die ganze Zeit? Mein Gott, wenn die so quatschen, dann ständig dieses Geräusch kommt. Da, oh, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Ein Puzzleteil. Scheinbar war das was sehr Wertvolles. Ich frage mich gerade, ist das jetzt hier so wie bei Mario 64, dass ich jetzt in die Bilder reinspringen soll? Und will ich in dieses Bild reinspringen? Okay, das hat nicht geklappt. Machen wir mal hier. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Oh, die wunderschönen Blumen hier. Also das ist definitiv überarbeitet, oder? Also so sahen auch die Texturen von damals nicht aus, oder? Das würde ich jetzt echt mal... Also das interessiert mich jetzt wieder mal. Ist das wirklich jetzt das Remastered oder nicht? Das muss ich jetzt ganz kurz mal überprüfen. So, danke Domtendo für dein Let's Play jetzt hier. Aber man merkt hier, guck mal, die Auflösung ist doch viel geringer. Aber es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. So ganz anders ist es tatsächlich nicht. So, weitermachen. Das ist die erste Welt. Mumbus Mountain. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr das Puzzlebild dieser Welt finden. So weit weg kann es nicht sein. Das ist wirklich nervig. So, ich glaube, das ist das. Ich glaube, ach so, jetzt habe ich verstanden, was mit diesen Puzzleteilen gemeint ist. Ich quatsche aber auch wirklich permanent, während man spielt. So, da hinten haben wir... Oha, da sehe ich schon die Gegner. Also wenn das nicht Spyro the Dragons Brüder sind. Okay, erstmal gucken wir uns um. Ein bisschen überfordert bin ich ja schon, aber ich mache jetzt mal... Was habe ich nochmal gelernt? Die Megaschläge. Oh, jetzt habe ich einfach nur die Rolle gemacht. Das passt auch. Hm, ich bin eine leckere Honigwabe und stecke voller Energie. Boah, kommt das jetzt bei jedem Item, das ich einsammle? So. Das läuft super. Ihr habt mich gerettet. Okay, das mit dem Sammeln scheint ja wirklich sich zu bewahrheiten. Also ich habe jetzt hier Puzzleteile eingesammelt. Ich habe Dinos gerettet. Ich habe Honigwaben eingesammelt. Jetzt versuchen wir aber erstmal da hochzukommen. Reicht ein Doppelsprung? Oh Gott, nein, reicht nicht. Hm, das muss irgendwie anders gehen. Ach, Notenblätter habe ich jetzt auch eingesammelt. 100... Da ist ja schon wieder irgendwas. Ach so, man kann sich wahrscheinlich von oben irgendwie runter donnern lassen. Und da ist auch ein Puzzleteil. Und da oben auch. Und da hinten auch. So, machen wir erstmal hier die Dinger kaputt. Und sammeln diese Waben ein. Schau mal, erstmal die Notenblätter und danach diesen Gerät, dieses kleine Dino-Viech, das ich rette. Und tauchen kann ich auch. Okay, das war easy. Aber die Musik ändert einfach schlagartig ihre Tonalität, wenn man im Meer ist. Wieso kann ich jetzt hier gerade nicht großartig schwimmen? Bin aber schon sehr langsam jetzt gerade. Ey, Benjo, kannst du nicht vielleicht ein Ticken schneller schwimmen. Und jetzt nach oben. Nach oben. Nach oben. Oh. Oh, Kamera des Todes. Ist nicht schlimm, weil hier gibt es auch noch einen Ausgang. Oh, perfekt. So, hier waren aber auch schon krasse Gegner am Start. Wer ist er schon wieder? Haut ab. Lasst mich und meine leckeren Honigwaben in Ruhe. Er war zwar süß, aber er hatte Honigwaben. Oh mein Gott, ist das King Kong? Ist das Diddy Kong? Ey, da ist doch Diddy Kong. Das ist nicht Diddy Kong, oder? Einheitsgebiet. Ich glaube, ich muss einfach warten, bis er seine Dinger dahin wirft. Genau, das ist doch selbsterklärend. Hier noch.
Get Jiggy. Ich freue mich. Okay, also es ist quasi wie... Ey, was soll denn der Scheiß? Ich will doch gerade was erzählen. Also es ist quasi wie Mario 64. Man kommt in verschiedene kleine Levels und dort muss man verschiedene Aufgaben meistern, um Sachen einzusammeln. Finde ich gut. Kann ich doch einfach hier hochgehen, oder? Oh, das Geräusch von so einsammelbaren Gegenständen. Oh, sehr gut. Und jedes Item, das ich einsammle, macht ein anderes Geräusch. Noch besser. Warte mal, da ist auch schon wieder was. Eier, auch das noch? Was ist denn mit den Leuten von Rare los? Oh Mann, wie komme ich denn da hoch? Nee. Oh, funktioniert doch einfach mal wunderbar. Ein bisschen mit Anlauf und Spucke funktioniert alles. Also er ist so putzig, ich kann ihm nicht widerstehen. Hier ist noch ein Skull. Ich komm. Und hier ist noch ein Puzzleteil. Also echt schwer. In einem Areal finde ich 1000 Items. Ist echt abgefahren. Aber es ist trotzdem, fühlt sich das gut an. So, sollen wir gleich hier runterspringen, um uns die... Oh mein Gott, ich gucke es jetzt schon. Was ist da unten alles los? So viel Eier. Ey, ich sehe nur noch Arbeit. Halte den rechten Schalter und drücke den linken Schalter und halte den rechten oder linken Schalter gedrückt, während du Kazooie mit dem linken Skid bewegst. Hä? Ach du Scheiße! Oh mein Gott, ich will nur noch so rumlaufen. So, wo ist jetzt hier eigentlich... Ah, guck mal hier. Oh, das ist ja super easy. Man kann ja relativ gechillt hier durchlaufen. Alles einsammeln. Gutes Gefühl. Einfach hochgehen. Wie cool ist das denn? Geil. Das fand ich jetzt wirklich geil. Ach, schau mal an. So, erstmal... ein bisschen Freiraum geschaffen und jetzt können wir uns hier hochbegeben. Oh. Hey, was ist denn los hier? So, willst du mich hier verarschen? Wo ist denn hier bitte eine Wölbung? Damit geht's leichter. Okay, da muss irgendwas anderes funktionieren. Was ist denn da oben eigentlich? Da oben sind ja noch Sachen. Aber vielleicht kann ich die gar nicht erreichen, sondern muss die von oben erwischen. Here we go. Wie gut das Spiel ist, ey. Ganz ehrlich. Das funktioniert wunderbar. Wie denn? Okay, das war's nicht. Wie komme ich da hin? Wie kann ich jetzt schießen? Hilfeoptionen. Steuerung. Schwimmen mit Eier schießen. Halte entweder LT oder RT gedrückt und drücke dann Y, um ein Ei aus deinem Mund zu schießen. Okay, Moment, wir warten ab. Und dann schießen wir los. Hey! Ich habe doch Eier gehabt, oder? Ich habe 5 Eier. Alter, ich check's gerade nicht. Er will's nicht machen. Ach, scheiß drauf. Ich will jetzt einfach mal gucken, was hier sonst noch so gibt. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Puzzleteil. Oh. Was ist denn jetzt hier drin? Den kenne ich. Aus dem Intro. Das ist doch der von Monkey Island. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Und jetzt... Oh ja. Ein besseres Gefühl gibt's nicht. Auf fremden Regalen Dinge einsammeln. Jetzt habe ich doch Eier eingesammelt. Wieso kann er denn nicht schießen? Okay, wir haben wieder hier so... Ach, guck mal, das haben wir wieder... Da gehe ich doch wieder mal in meine Special Edition. Schön runterstolzieren. Einfach so viel besser. 4 haben wir schon. Aber es müssen 10 sein. Das ist schon eine Menge. Was fehlt mir denn noch? 80, noch 20 von den Noten und dann sind wir durch.
89, perfekt. Da war was! Habt ihr das gesehen? Nochmal hoch und gucken. Hier hoch, genau, da sehe ich's. Seht ihr das? Moment, da geh mal kurz hin. Okay, nochmal. Das ist ein Puzzleteil, oder was? Das ist eine Honigwabe, glaube ich. Aber wie komme ich da hin, ohne dass ich abrutsche? Von ganz oben, oder? Also hier oben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig springe. Eine Honigwabe nur. Ach du Scheiße, wo ist denn der Rest? Ey, das Level ist gar nicht so groß, ne? Und ich habe das Gefühl, ich habe noch tausende Sachen einzusammeln. Nur wo? Warte mal, wenn wir den auch mal umschmeißen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ey, der lebt immer noch. Ey, wie kann ich den vernichten? Wie kann ich den vernichten? Warte mal ganz kurz. Ich habe nur noch zwei Leben, das ist nicht gut. Ich sollte... Noch ein Leben, scheiße, ich sollte aufhören damit. Können wir es in die Hand nehmen? Ach so, ich sollte dem die Kokosnuss zurückbringen. Chimpy liebt Orangen. Ach so, das ist eine Orange. Oh. So, Eier auch nochmal en masse. So, der Typ hat mich geheilt und hat mir 50 Eier gegeben. Das ist natürlich sehr gut. Und jetzt versuchen wir mal unser Glück. Oh, sehr geil. Das ist außerhalb des Levels. Sehr, sehr gut. Okay. Yes! Oh, ist aber schon ein schönes Gefühl, wenn man dann so... Ach, wenn das Geräusch kommt, das fühlt sich so gut an. Wie komme ich auf den Schauenstein hoch? Das ist die große Frage. Jetzt kann ich aber Eier schießen, mein Freund. Jetzt kann ich Eier schießen. Moment. Easy. Sieben Puzzlestücke und ich glaube, den letzten Puzzle und den nächsten Puzzleteil kriege ich bestimmt, wenn ich jetzt die 5 Schädel abgebe, oder? Also, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Guck mal einer an, das ist quasi... Und die greifen mich gar nicht an. Weil die denken, ich bin einer von denen. Das ist ja mega cool. Eier einsammeln natürlich. Aber von hier aus hat man einen sehr, sehr guten Überblick. Da vorne habe ich schon mal gesehen, eine Honigwabe, die ich verpasst habe. Habe ich noch irgendwas verpasst? An sich sehe ich gar nichts mehr. Hier ist doch echt viel zu holen. Wo sind denn die Honigwaben? Weil ich habe jetzt da vorne eine gesehen. Es sollen 5 da sein. Ich habe nur eine einzige gesammelt. Das heißt, wo sind die anderen 3? Bringen wir jetzt das da? Nee. Oh nee, ernsthaft? Das hat funktioniert. Ich habe alle 100 Noten. Geil. Oh, guck mal, man kann ja jedes Mal kaputt machen, da kriegt man was. Hat mich ja auch nur fast 20 Minuten meiner Lebenszeit gekostet, um herauszufinden, was ich machen muss. Ja. Ich habe den letzten Drachen gefunden. Das gibt ein Puzzleteil. Jetzt habe ich 9, es fehlt mir noch ein und der ist draußen. Ich hab 10!
Ich bin verliebt. Okay, was passiert? Was passiert jetzt? Das heißt, dieser Puzzle-Time da oben, der ist ja gar nicht wichtig. Okay. Ich glaube, das sollte für den ersten Eindruck genügen. So, 1,5 Stunden Spielzeit habe ich jetzt ungefähr in Banjo-Kazooie für den N64 gesteckt. Das ist jetzt natürlich hier die wahrscheinlich ein bisschen aufgehübschte Rare-Replay-Variante, die es im Xbox Game Pass gibt. Wie gesagt, ich habe noch kein N64 und weiß noch nicht genau, wie und ob ich sie mir holen werde. Deswegen ist mein Eindruck jetzt nicht so ganz akkurat, wie man es von früher kennt, ne, mit dem N64-Controller und die alte Auflösung und so weiter und so fort. Dennoch war das, glaube ich, ein ganz, ganz guter Einblick und ich muss tatsächlich sagen, auf das Spiel habe ich richtig Bock. Es ist genau das, was ich von so einem 3D-Mario so die letzte Zeit bekommen habe. So, du kommst in kleine Levels, kleine Areale, tastest dich voran, guckst, was es so gibt, findest hier mal einen Geheimgang und hier mal was Neues und sammelst dich da so ein bisschen durch das Level. Und das macht unheimlich viel Spaß. Ich bin wirklich total überrascht, wie gut das auch heute spielbar ist. Ich finde, das ist absolut in Ordnung. Natürlich ist nicht alles hundertprozentig perfekt, aber man merkt einfach, dass hier, also wenn das doch das ist, was ich von was es auf dem N64 gab, ist es wirklich auch heute noch absolut spielbar. Grafik, klar, das sind die Kinderschuhe der 3D-Polygon-Grafik, daran gewöhnt man sich, finde ich. Es hat auch irgendwie so einen gewissen Charme. Was ich aber wirklich krass finde, was ich nicht wusste, ist so ein bisschen der herbere Ton, der in den Dialogen stattfindet. Also Kazooie haut da ordentlich raus und alle keifen sich die ganze Zeit an, was so ein bisschen so ein, ja, so einen anderen Charme hat als jetzt beispielsweise so die typischen Nintendo-Sachen. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das Ding werde ich im Stream spielen. Ich glaube, wenn ich Mario Sunshine durchhabe, ist Banjo-Kazooie dran. Ey, ohne Scheiß, da habe ich Bock drauf, die einzelnen Levels zu erkunden. Ey, finde ich toll. In diesem Sinne bin ich jetzt hier raus. Ich hatte hier wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da und ein Abo da und einen Daumen. Verteilt die Däumchen. Ist alles gut. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne bin ich hier raus. Macht's gut und ciao.